Hallo und herzlich willkommen zur Online-Andacht heute am 27.12.2020. Dieses Jahr war ja einiges anders und so ist es auch mit dem ersten Gottesdienst nach Weihnachten. Statt in der Christuskirche sind wir hier heute alle zu Hause und feiern zusammen Online-Andacht. Ich bin Michael Mutzbauer, ich bin der neue Vikar in Ruperath und werde ab März voll in meine Gemeindezeit einsteigen. Jetzt gerade bin ich noch in meinem Schulvikariat, aber ich freue mich, mit euch heute hier diese Andacht zu feiern. Für diese Andacht braucht ihr entweder ein weißes Blatt Papier oder ihr nehmt ein Tagebuch, ein Notizbuch, was auch immer für euch das Beste ist. Und für alle, die nicht am Bildschirm mitlesen und mitsingen wollen, empfiehlt sich auch noch ein klassisches evangelisches Gesangbuch. Wir feiern diese Online-Andacht zusammen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir beten zu Anfang gemeinsam einen Psalm. Ihr könnt euch selbst aussuchen, ob ihr das Eingerückte mit mir zusammen betet oder das andere, oder ob ihr euch das gemeinsam aufteilt, wenn ihr mehr Leute vor dem Bildschirm seid. Es ist der Psalm 145. Für alle, die im evangelischen Gesangbuch mitbeten, ist es die Nummer 761.2. 761.2. Der Herr ist getreu in all seinen Worten und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Alle Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Für diese Andacht gibt es auch eine Lesung. Die steht in Lukas 2 und ist die Geschichte von Maria und Josef, die Jesus zum Tempel bringen, als er noch 8 Tage alt ist. Ihr könnt sie gerne mitlesen. Lukas 2, ab Vers 21. Nach 8 Tagen war es Zeit, das Kind zu beschneiden. Es bekam den Namen Jesus. So hatte es der Engel bestimmt, noch bevor Jesus im Mutterleib empfangen wurde. Die Zeit der Reinigung von Mutter und Kind war vorbei, so wie sie im Gesetz des Mose festgelegt ist. Da gingen Maria und Josef mit Jesus hinauf nach Jerusalem, um das Kind zu dem Herrn zu bringen. So schreibt es das Gesetz des Herrn vor: Jedes erstgeborene männliche Kind gehört dem Herrn. Zugleich brachten sie das Reinigungsopfer dar, wie es im Gesetz des Herrn vorgeschrieben ist: ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Damals lebte in Jerusalem ein Mann, der Simeon hieß. Er hielt Gottes Gebote und vertraute ganz auf ihn. So wartete er auf den Retter, den Gott seinem Volk Israel schickt. Der Heilige Geist leitete ihn. Und durch den Heiligen Geist hatte Gott ihn wissen lassen: Du wirst nicht sterben, bevor du den Christus des Herrn gesehen hast. Jetzt drängte ihn der Heilige Geist, in den Tempel zu gehen. Gerade brachten auch die Eltern das Kind Jesus dorthin. Sie wollten die Vorschriften erfüllen, die im Gesetz für das Kind vorgesehen sind. Simeon nahm das Kind auf den Arm. Er lobte Gott und sagte: Herr, jetzt kann dein Diener in Frieden sterben, wie du es versprochen hast. Denn mit eigenen Augen habe ich gesehen, von dir kommt die Rettung,
alle Völker sollen sie sehen. Ein Licht, das für die Heiden leuchtet und deine Herrlichkeit aufscheinen lässt über deinem Volk Israel. Der Vater und die Mutter von Jesus staunten darüber. Die Geschichte geht eigentlich noch weiter, aber ich fand diesen Satz so besonders. An dem habe ich mich aufgehangen. Maria und Josef wundern sich über das, was Simeon da sagt. Warum eigentlich? Warum wundern sie sich überhaupt noch über irgendwas, was mit ihnen und ihrem Kind passiert? Maria bekommt einen Besuch von einem Engel, der ihr verkündet, dass sie Jesus als Kind bekommen soll und dass das Kind tatsächlich gar nicht von Josef sein soll. Und Josef möchte eigentlich fliehen und Maria verlassen, weil er denkt, das Kind ist nicht von mir, das kann ich nicht so stehen lassen. Auch er bekommt Besuch von einem Engel. Und dann waren da noch die Hirten. Kurz nach der Geburt kommt eine große Menge an Hirten. Und im Lukas-Evangelium heißt es kurz vorher, die sagen ganz viele Worte, über die sich Maria freut und die sie in ihrem Herzen behält. Und im Matthäus-Evangelium, einem anderen Buch der Bibel, wird sogar noch davon berichtet, dass Magier, auch die heiligen drei Könige genannt, von fern herkommen, einem Stern hinterherlaufen und dem Jesus als kleines Kind Geschenke geben. Eigentlich sollte es für Maria und Josef jetzt schon Alltag, schon normal sein. Sie sollten sich nicht mehr wundern. Sie haben schon so viel über Jesus gehört. Ihnen wurde schon so viel verheißen und versprochen und einiges hatte sich erfüllt. Und doch sind sie wieder überrascht. Ich kenne das tatsächlich auch aus meinem Leben. Hoffnung tritt in den Hintergrund. Negative Gedankenmuster übernehmen. In einem Gedankenkarussell fängt sich an zu drehen, was sein könnte, was sein sollte, was ich tun könnte. Statt Freude, Fröhlichkeit, einem leichten Leben, einem festen Vertrauen auf Gott, übernimmt Pessimismus. Manchmal auch ein ungesunder Perfektionismus. In der Geschichte kommt aber auch noch eine andere Person vor, nämlich der Simeon. Und Simeon verhält sich anders. Es wird beschrieben, dass er Gott vertraut. Es wird beschrieben, dass er wartet. Und warten ist nichts, was man normalerweise gut findet. Warten auf die Bahn, warten darauf, dass jemand nach Hause kommt, warten darauf, dass Weihnachten endlich kommt und man seine Geschenke bekommt, warten, dass Corona vorbei ist. Das ist alles eigentlich gar nicht so positiv, wie das hier über den Simeon ausgesagt wird. Was ist der Unterschied? Simeon wartet nicht einfach ins Blaue hinein. Simeon wartet auch nicht ungeduldig, sondern Simeon erwartet. Das ist ein großer Unterschied. Denn Erwartung bedeutet, dass man auf etwas hinwartet, dass man der festen Überzeugung ist, es kommt und es wird gut. Und es wird so sein. Und erwarten hat auch damit zu tun, dass man sich immer wieder erinnert, vergewissert, in Erinnerung ruft, auf was warte ich eigentlich und warum? Und warum gibt es Grund zur Hoffnung, dass das auch wirklich bald oder zumindest wirklich eintreten wird? Außerdem wird über Simeon gesagt, er hielt die Gebote Gottes. Die Gebote Gottes, das klingt immer so negativ. Klingt so nach Verboten, einen festen, langweiligen Lebensablauf, an dem man sich abackern muss, an festen Vorschriften, nie aus den Regeln ausbricht. Aber tatsächlich muss man das richtig verstehen, was hier gemeint ist.
Die Gebote Gottes sind als gute Rituale gedacht, als Wiederholungen, als feste Raster für ein gutes Leben, eine gute Lebensstruktur. Ein Leben, das geistlich geordnet ist. In der jüdischen Glaubenspraxis ist ganz zentral die Erinnerung. Es gibt das sogenannte Höre Israel und dort geht es genau darum, es soll immer wieder erinnert werden und in die Gegenwart, in das eigene Dasein, das vielleicht manchmal schwer, manchmal beladen ist, dass es sich lohnt, auf Gott zu warten und dass Gott versprochen hat, sich an seine Verheißungen zu halten. Das ist ganz wichtig, auch für uns heute noch, dass wir uns immer wieder an die guten Dinge, an die Verheißungen, an die freudvollen Momente erinnern und sie uns wieder zu Gedächtnis rufen. Und deswegen habe ich mit dir, mit euch heute etwas vor. Ihr habt ja zu Anfang gehört, dass ihr ein weißes Blatt Papier braucht oder ein Tagebuch oder ein Notizbuch. Das könnt ihr jetzt zur Hand nehmen und dort so einen Zeitstrahl aufzeichnen, ein Zeitstrahl für das letzte Jahr. Falls man es nicht sehen kann, hier steht 1. Januar 2020, das war noch vor Corona. Und hier steht der 27.12.2020. Und ganz wichtig, es geht danach noch weiter. Wir werden jetzt gemeinsam, jeder und jede für sich, einen kleinen Rückblick machen. Uns erinnern, uns vergewissern, es gibt Gutes, es gibt Freude, Gott hat gut an uns gehandelt. Es gibt Momente, für die wir dankbar sind. Und deswegen bitte ich euch jetzt, gleich könnt ihr einmal das Video pausieren und euch so viel Zeit nehmen, wie ihr wollt und braucht und ungefähr an verschiedenen Punkten eintragen, wo ihr in diesem Jahr Freude hattet. Wo etwas passiert ist, was euch zutiefst gefreut hat. Vielleicht hat das auch mit deinem Glauben zu tun. Vielleicht ist es auch etwas, was trotz allem geschehen ist, was trotz Corona, trotz der schwierigen Zeiten geschehen ist. Etwas, was Freude gibt. Diese Momente trag ein. Und falls Kinder auch dabei sind, für euch gibt es natürlich auch eine Möglichkeit, ihr könnt euch nämlich auch ein weißes Blatt Papier nehmen und darauf ein Bild malen, nämlich ein Bild von einer Situation, in der ihr euch dieses Jahr gefreut habt. Irgendwas ganz Schönes, ganz Besonderes, an das ihr wirklich gerne zurückdenkt, wo ihr sagt, boah, das war toll, das einmal aufzumalen. Ihr könnt das Video jetzt pausieren und wieder starten, wenn ihr fertig seid. Ich hoffe, euer Zeitstrahl hat sich jetzt richtig gefüllt mit freudvollen Momenten, Momente, auf die ihr gerne dieses Jahr zurückschauen könnt und euch erinnern könnt, es gibt Gutes, es gibt Freude, es gibt Hoffnung, dass sowas wieder passiert. Und ich möchte euch das auch zusprechen und auch mir, dass Weihnachten nicht aufhört, sondern Weihnachten weitergeht. Auch 8 Tage, nachdem Jesus geboren wurde, oder bei uns 3 Tage nach Heiligabend gilt, Gott ist in die Welt gekommen. Und auch wenn Jesus nicht mehr in Fleisch und Blut da ist, ist Gott noch immer da. Und Gottes Angebot, mit uns zu sprechen, mit uns zu kommunizieren, gilt weiterhin, auch heute. Diesen Zeitstrahl und diese Bilder, die ihr jetzt gemalt habt, die sind natürlich auch was ganz Persönliches. Und vielleicht ist es ein Gedanke für dich,
heute noch jemanden anzurufen, der dir wichtig ist, dir nahesteht, und mit der Person zu teilen, was dich dieses Jahr gefreut hat, was dir dieses Jahr besonders Freude bereitet hat. Und wir werden jetzt gemeinsam als Dank, weil von Gott alles kommt, das Lied Nun danket alle Gott singen. Das ist im evangelischen Gesangbuch, die Nummer 321. Und wollen Gott danken, dass er Gutes an uns tut. Beten gemeinsam. Es wird eine Zeit geben, in der das Video einfach weiterlaufen kann und du oder ihr leise oder laut beten könnt für das, was euch auf dem Herzen liegt und was ihr Gott nahebringen wollt. Das können Menschen sein, das kann eine Situation sein, das kann auch sein, was euch sonst alles noch einfällt, was euch wichtig ist, vor Gott zu bringen. Und dann schließen wir gemeinsam mit dem Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, dass du mit dabei warst. Ich wünsche euch und dir eine gute Zeit zwischen den Jahren, jetzt wo es auf das Jahresende zugeht, dass dieses Jahr vielleicht etwas ruhiger sein wird als die letzten Jahre. Ich wünsche euch allen und auch dir Gesundheit und ein tolles neues Jahr mit vielen Freudenmomenten, an die du dich immer und immer wieder erinnern kannst. Und so segne uns der Herr. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen Frieden. Amen. Bis bald, hoffentlich, so gut es geht mit dieser Pandemie, dann in echt. Viele Grüße und einen schönen Sonntag euch. Tschüss.